Aber bevor wir die nehmen. Er hat das immer noch. Warum? Verstehe das nicht. So, wir den Schrot nehmen. Oder die Flinte. Wird wahrscheinlich die Flinte sein. Dann geht die Tür zu. Hundertprozentig. Mal gucken. Ich hab's gewusst. So, jetzt weiß ich, was ich noch gucken wollte. Was ist denn eigentlich jetzt hier mit? Was ist denn das? Wohnzimmer. Okay. Dann gehen wir ins Wohnzimmer. Oh, das ist das, was mich so ankotzt. Ich muss mal gucken, ob ich das runterkriege. Aber das mache ich nicht jetzt. Das mache ich dann nach dem Stream. Gucke ich mal, dass ich das da irgendwie mit einer guten Einstellung hinkriege. So, stand ja Wohnzimmer drauf. Und nun? Ah. Mache euch Lärm. Alles gut. Hier wohnen nicht kranke Leute, die mich umbringen wollen. Was ist das denn? Am 8., 13., 15.? 8. 23. Und vom 28. bis zum 31. Okay. Ich weiß nicht, warum der dieses Scheiß nachher macht. Haben wir da jetzt eigentlich die. Ja. Das nervt. Ohne Witz. Wie ist denn die Oma hier raufgekommen? Evelyn, 2. Mai 2014. Aha. Okay, das ist also die Evelyn. Das wird wahrscheinlich eine Schlangentür sein. Wo wir wahrscheinlich auch einen Schlüssel für brauchen. Vielleicht. Was? 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 Ach so, vielleicht ist es ein Hobby des Vaters. Okay. Das glaube ich nicht. Oh!
meckert die darum. Was? Ihr Mann hat meine Freundin im Stich gelassen? Ich verstehe kein Wort, was die Alte sagt. Okay, hier ist eine Tür. Fenster. Kann ich nicht aufmachen. Boah, dass er das immer nachrendert. Was? Marit? Bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Das wird bestimmt eine defekte Flinte sein. Und die können wir wahrscheinlich unten reinsetzen. Aber dafür brauchen wir einen Skorpionschlüssel. Keine Ahnung, wo wir den herkriegen. Ach, guck mal da. Ist das eine Videokassette? Schießpulver. Können wir das Buch aufmachen? Haha. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Ah, Lukas ist denn, Lukas ist der Sohn. Vom 2. auf den 9. Oktober. Moment. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung. Aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay. Mia. Das scheint aber noch normal gewesen zu sein, ne? Der Typ, ist hier noch irgendwas drin? Mia Winters, Old House, altes Haus. Was, Ethan, please watch this. Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Ach du Scheiße. Boah, was denn hier, Alter?
drüben, Mami. Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene, außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen? Alter, wieso komme ich hierher? Ich hab bis jetzt so ständig verloren bei dir. Was ist denn das? Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Die alte kommt. Dinge. Was ist das da? Mir ist es einfach nicht. Oder kümmert es dich einfach nur nicht? Was ist das? Komm nicht ans Fenster. Nicht hierher. Ach du Scheiße. Werde ich meine Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Boah, krass, wie das hier aussieht. Was ist denn das? Auf jeden Fall irgendwie ein Hebel vom Fahrrad, dann der Fahrradkette da montiert. Ganz komisch. Daraus jetzt soll irgendwas machen?